Ja, hallo Stefan, jetzt ist Feierabend, du warst heute den ganzen Tag bei uns im Haus, hast uns geholfen, den SQL Server bei uns zu optimieren. Die Frage an dich jetzt von der Firma Hecon, die Firma Innovex, wie war's mit uns zusammenzuarbeiten? Also ich fand es sehr, sehr spaßig, mit euch zusammenzuarbeiten. Gut, da wir uns schon ein bisschen länger kennen, war es nicht anders zu erwarten. Wir sind halt, sage ich mal, sehr schnell auf die Probleme zugegangen, die du angesprochen hattest irgendwo. Ja, was sind denn so die Missing Indexes zum Beispiel? Was sind Tabellen, die man immer braucht? Und haben uns halt dann über die Data Management Views die Sachen zusammengesucht oder über die Berichte im Management Studio, wo ich erklärt, wie Indizes funktionieren, Unterschiede, Clustered, Non-Clustered Indexes, wie baut man es optimal auf. Ich habe das Gefühl, dass ihr es gut verstanden habt und dass wir einen Schritt vorangekommen sind, was das ganze Thema Indexing, Optimierung vom SQL Server angeht. Ich denke, es gibt da noch so ein paar Optionen auf Datenbankebene, die ihr ziehen könntet. Haben wir ja auch schon welche gemacht, ne? Genau. Hast du uns erläutert? Vielleicht übernehme ich gerade an der Stelle. Also wir haben im Prinzip alles durchbekommen, was ich heute durchpauken wollte. Sehr zufriedenstellend. Wie du schon gesagt hast, wir kennen uns schon länger, deswegen war es nicht anders zu erwarten, dass wir auch, uns recht gut verstehen. Ich habe ja auch schon mit einer Kollegin von dir auch schon öfters was zu tun gehabt. Also immer wieder sehr positive Erfahrungen. Auch jetzt heute, wir waren in relativ kurzer Zeit, haben wir im Prinzip ein relativ breites Spektrum abgedeckt, ne? Haben auch schon im Produktivsystem Daten geändert. Und auch das ein bisschen durchexerzieren. Ja. Das waren auch Änderungen, die man durchführen konnte. Das war jetzt nicht so, dass es keine waren, die wir hätten machen sollen. Im Prinzip Fragen ist eigentlich gar nichts offen geblieben. Wir hatten auch noch den Waldemar von uns dabei, der ist jetzt frisch erst fertig mit der Ausbildung oder so seit einem halben Jahr. Von dem war relativ vieles neu und ich habe auch mit ihm gesprochen. Der konnte auch allen problemlos folgen. Klar merkt man deine langjährige Erfahrung, du bist ja schon seit 13 Jahren, hast du vorhin gerade im vorherigen Interview gesagt, dass du schon dabei bist. Vielleicht noch gerade noch kurz, wie war es bei uns, also jetzt so von der Umgebung und so weiter, Arbeitsplatz und so? Also ich wurde sehr herzlich empfangen irgendwo, ihr habt ein sehr gemütliches Büro irgendwo, ich fand auch die Frösche in der Werkshalle, die da gehalten werden, ein tolles Event so irgendwo. Nachher werden wir noch einen Kicker ausprobieren, denke ich mal. Und ja, also. Ich weiß nur nicht, ob ich gegen dich mit zwei Händen antrete. Ja. Ich muss ein bisschen Mitleid haben, sonst kommt schon nicht zu uns. Das könnte natürlich sein, dass ich dann völlig frustriert bin. Gut. Alles klar, dann danke ich dir. Ich danke dir.